Servus, ich bin der Krempler Andreas. Ja, scheiße. Grüß euch, ich bin der Krempler Andreas. Ich bin der Gründer des Black Metal Solo Projekts Heidnir. Und ihr seht heute ein Interview mit mir. Genau so ist es. Insgesamt gibt es 9 Fragen, die der Herr Krempel jetzt zu beantworten versucht. 9 sehr interessante Fragen. Der erste Teil geht es um das Solo-Projekt Heidnir und beim zweiten Teil geht es um die Persönlichkeit, um den Herrn Krempler himself. Okay, erste Frage. Wann und warum hast du das Solo-Projekt Heidnir gestartet? Das Solo-Projekt Heidnir ist im Winter 2015 richtig gestartet worden. Ich habe die Idee schon länger gehabt, wobei ursprünglich eigentlich gar nicht der Plan war, dass irgendwas veröffentlicht wird. Es war einfach so, dass ich Person kannte, nicht alles ausleben können habe, was ich geplant habe, und ich wollte einfach einmal schauen, was rauskommt, wenn ich ganz für mich selber die Musik schreibe, ohne Kompromisse, ohne andere Einflüsse und so. Und ursprünglich wollte ich da einfach nur 2-3 Lieder machen und habe gar nicht geplant, dass da irgendwas offiziell wird. Ich wollte einfach nur aus Neugier schauen, was ist das Resultat, wenn keine anderen Entscheidungen und so dabei sind. Mhm. Dann kommen wir gleich zur dritten Frage und wir lassen die zweite Frage schnell aus. Wie kommst du dazu, dass du so viele Instrumente spielen kannst? Das war so, dass ich eigentlich immer schon musikbegeistert war und als kleines Kind immer schon ein Schlagzeug haben wollte. Mit dem hat es angefangen. Und ich habe dann eins geschenkt gekriegt von meinem Nachbarn damals. Das war ein irrsinnig geschissenes Teil eigentlich. Aber also nicht recht professionell? Nein, gar nicht. Es war wirklich sehr was Billiges. Aber ich habe mir Freude damit gehabt. Und das war so der Start in das Ganze. Meine Eltern haben dann gesehen, okay, ich sitze eigentlich den ganzen Tag unten im Keller und probiere da umeinander. Hast du das Schlagzeug jetzt noch? Nein, das habe ich. Ja, doch. Ein Teil? Ich hab noch Teile davon, die sind aber nicht mehr brauchbar. Also? Ich habe dann mein erstes Schlagzeug von meinen Eltern gekriegt. Das war okay, das war ein Schlagzeug, mit dem hat man arbeiten können, das hat passt. Und hat mir dann irgendwann selber eins gekauft. Wie viel? Also wie viel Geld? Das Schlagzeug, was ich jetzt habe, hat mich damals 3.000 Euro gekostet. Also 3.370 oder irgend sowas. Ist aber noch wesentlich mehr dazu gekommen im Laufe der Zeit. Ja, immer was dazu gekauft. Genau, wieder. Ja. Jetzt möchte ich gar nicht wissen, was ich momentan dafür gebraucht habe. Ja, und im Zuge dessen halt habe ich immer weitergespielt. Meine Eltern haben das auch gesehen und dann war einmal der Plan, okay, ich möchte Gitarre spielen lernen. Dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und Verstärker und habe ein bisschen probiert und das hat mir genauso gezahlt wie beim Schlagzeug spielen. Und habe mir gedacht, okay, da tue ich auch weiter. Und ja, das war es im Großen und Ganzen. Irgendwann ist dann der Bass dazu gekommen. Das war nicht mehr so viel Unterschied von der Gitarre, weil die Sachen, die was ich jetzt am Bass spiele, sind jetzt nicht weiß gut wie tragisch. Also, ja, sowas. Ja, was war der erste Track, den du geschrieben hast von die drei, wie du jetzt gesagt hast? Und was ist dann auch gleichzeitig eigentlich so dein Favorite, der was dann. Ja, der erste, den ich für Heidnir geschrieben habe, war. Also der erste, der was dann einen Sinn gehabt hat, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann ich verwenden, das nehme ich, war Eine Schattenwelt. Das ist das erste Lied am Album, das ist dann auch aufs Album gekommen. Also gleichzeitig auch, dass das Album dann eröffnet mit dem Song? Mhm, genau, weil damals waren noch. Das ist noch ein relativ ruhiges Lied. Da war ich noch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr inspiriert oder sehr, sehr auf das Ganze, was wir mit Synkende damals gemacht haben. Das ist noch relativ Synkende-ähnlich, sage ich jetzt einmal. Und aber das hat trotzdem einfach so gut gepasst für mich. Das war praktisch das Lied, mit dem alles angefangen hat. Und darum wollte ich das aufs Album da. Das ist ein guter Einstieg, finde ich. Ja, sicher, weil das eröffnet dann eigentlich das Projekt. Genau, ja. Und was ist jetzt so dein Favorite? Seht ihr? Nein, mein liebstes Lied ist eigentlich das Titellied, die Nummer 8 am Album von Nächtlichen Erinnerungen, weil das eigentlich sehr gut das gesamte Projekt repräsentiert. Das hat alles ein bisschen drin. Es ist langsam, es ist schnell, es ist hart, es ist schön, es ist alles. Es ist sehr, also das verbockt das Gesamtkonzept von Heidnir sehr gut. Darum also, habe ich es auch als Titellied dann verwendet. Link zum kompletten Album findet man in der Videobeschreibung drunter. Gehen wir gleich weiter zur nächsten Frage.
Wo nimmst du die Inspiration und die Motivation her, dass du neue Lieder schreibst und dass du dich mit Musik beschäftigst? Das ist eine gute Frage. Die Motivation selber nehme ich nicht irgendwo her. Die Motivation ist einfach da, weil mir das brutal zahlt. Es ist einfach mein Hobby. Ich tue daheim eigentlich nicht viel andere Sachen als Musik machen. Das heißt, du hast ein eigenes Musikzimmer dann? Ja, Musikzimmer mehr oder weniger. Ich habe meinen Raum, wo halt mein Klumper drinsteht. Mhm. Und da ist die Gitarre auch drin und da schreibe ich meine Lieder hauptsächlich. Ich habe aber nur einen Proberaum bei meinem Elternhaus, wo Schlagzeug drin ist. Das kann ich nicht in die Wohnung mitnehmen. Achso, war das sonst laut? Ja, ein bisschen. Darum, das ist, also ich habe praktisch zwei Räume. Einmal den Proberaum, wo wir halt dann Sachen proben. Und einmal mein Raum daheim in meiner Wohnung, wo ich dann auch die Lieder schreibe und auch stellenweise aufnehme. Machst du so in dem Musikprogramm, benutzt du das Schlagzeug auch am Anfang, dass du ein wenig einen Rhythmus hast oder so? Oder wie entsteht denn so ein Song bei dir? Also ja, was ist denn so das Erste, mit dem es angeht? Das Erste ist normalerweise das Grundkonzept von den Melodien, von der Gitarre praktisch. Okay. Ich sitze mir an die Gitarre, entweder ich probiere was oder es ist auch oft so, dass ich zum Beispiel eine Melodie im Kopf habe und die nachspielen probiere. Aber hauptsächlich ist es so, dass ich halt mit der Gitarre anfange, dass ich dann da, naja, weiß ich, was mir einfällt, nehme ich eigentlich direkt in den Computer mal auf, damit ich es nicht mehr vergiss. Und da entstehen dann so Sachen, da kann man dann verschiedene Sachen, die mir eingefallen sind, ein bisschen kombinieren oder mir fällt gleich was dazu ein. Und wenn das Ganze dann einmal so halbwegs steht, oder zumindest wenn einmal von mir aus 2 Minuten oder sowas vor meinem Lied stehen, von der Gitarre her, dann nehme ich mir das Ganze fertig auf und tue einen Click-Track drüber und habe dann ein Schlagzeug und probiere, was passt. Und die Texte entstehen meistens ganz zum Schluss. Ach so, okay. Also schaust du dann, dass der Text einfach reinpasst in die Lücke, die du freilässt? Ja, mehr oder weniger. Der Text ist bei mir eher so ein, weiß nicht, wie ich sagen soll. Der Gesang ist für mich gar nicht so wichtig. Das ist eher eine Untermalung zu dem Ganzen. Das heißt, es ist nicht für mich der Text im Vordergrund, sondern es ist die Musik im Vordergrund und der Text wird passend zur Musik geschrieben. Das heißt, was ich ja immer im Kopf habe, also wenn ich mir das Lied anhöre, das praktisch, der Text ist einfach nur ein bisschen so eine Beschreibung von der Atmosphäre von dem Lied. Also versuche ich halt. Das ist halt ein wenig schwierig, aber dass man es genauso so hinkriegt, aber am ehestmöglichen halt, wie ich die Atmosphäre beschreiben darf, die für mich das Lied aufbaut, sozusagen. Genau, und wieso sind die Lyrics auf Deutsch und nicht auf Englisch? Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund... Weil du nicht Englisch kannst. Ich kann Englisch, aber ich habe im Deutschen einfach einen viel größeren Wortschatz als in Englisch. Wenn ich meine Texte auf Englisch schreiben darf, dann war es einfach nur das primitivste Englisch. Ja. Also außerdem bin ich im Aussprechen ein ziemlicher Honk. Es hört sich alles viel komisch an, wenn ich Englisch spreche oder was auch immer, irgendeine andere Sprache. Und außerdem ist Deutsch einfach, ich weiß nicht, es passt viel besser zur Musik. Es ist eine aggressivere Art zu reden. Jo, kommen wir zur nächsten Frage. Welche anderen Musiker sind in Heidner involviert, wenn du jetzt live auftrittst zum Beispiel? Und wie bist du denen gekommen? Es sind 3 andere Musiker dabei. Ich habe live einen Bassist, einen Gitarrist und einen Schlagzeuger. Die sind alle auch in andere Bands und das sind halt für mich dann die Gastmusiker. Wir proben auch miteinander. Wie bin ich zu dir gekommen? Das ist relativ schnell gegangen, habe ich mir eigentlich nicht gedacht, weil ich habe mir gedacht, dass das eine irrsinnige zache Partie wird eigentlich, mit dem Leitsuchen fürs Live-Spielen. Und habe auch relativ bald damit angefangen dann. Und dann habe ich einfach so einen Aufruf im Facebook praktisch gestartet. Ich habe einfach reingeschrieben, was ich brauche, was ich haben will, was verlangt wird und was geboten wird praktisch. Und dann hat sich mein Schlagzeuger als erster gemeldet. Und der ist dann einfach vorbeigekommen und hat sich das Ganze mal angeschaut, habe ihm ein paar Aufnahmen gesagt, ein paar Demo-Aufnahmen. Und der hat gleich gesagt, das zahlt recht. Dann haben wir mal ein bisschen probiert miteinander. Mhm. Und er hat den Bassisten kennt. Ach so. Genau, der hat dann den Bassisten angefragt, der hat dann auch vorbeigeschaut, war genau dasselbe, hat gesagt, ja passt, macht er mit, das zahlt. Und mein Bassist hat dann meinen Gitarrist kennt und hat den mit ins Boot geholt. Also ich hab da relatives Glück gehabt. Ziemlich Glück, ja. Ja, das ist sehr schnell gegangen. Und hat vom Anfang an gepasst. Das sind super Leute. Ich bin recht froh, dass ich die gefunden habe. Sind sie auch eigentlich so dabei, wenn du jetzt ein neues Lied machst oder machst du schon noch alles du? Ich mache alles selber. Und lass dich nicht so beeinflussen von den anderen? Nein, das ist nämlich genau die ursprüngliche Idee von dem Projekt. Okay, ja. Dass ich das alles selber mache und einfach schauen will, was praktisch rauskommt, wenn keine anderen Einflüsse dabei sind. Zumindest keine anderen Leute, die mitentscheiden oder irgendwas. Mhm. Weil Einflüsse hat man überall, das ist klar. Aber einfach, was,
was halt rauskommt, wenn niemand bei den Lidl mitschreibt, niemand bei den Designs dabei ist, einfach alles sich selber. Und wenn und ich das Design hast du auch gemacht? Ja, das Design habe ich mir zeichnen lassen, aber die Idee dafür ist von mir. Okay. Also ich kann nicht so gut zeichnen, also das muss ich dann scharf reinvergeben, aber ich habe trotzdem meine Vorstellungen, was ich haben will. Also ich habe das Bild im Kopf, was da immer dabei ist und das gebe ich halt dann so weiter. Ja. Und so wird das dann ungefähr gemacht. Passt, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und das ist jetzt eine kritische Frage. Die wird jetzt sehr verletzen. Unter der YouTube-Veröffentlichung von deinem Album ist zwar in der Kommentar aufgetreten, dass die Vocals scheiße sind. Stimmt. Also Vocals are awful. Wie geht man mit der Kritik um? Naja, gar nicht. Es ist Geschmackssache. Es ist Geschmackssache ganz einfach. Einer, was ich noch in Erinnerung habe, hat ja, es waren auch viel positive Kommentare dabei, aber jetzt nur die Aussage. Genau, ja. Einer hat geschrieben, glaube ich, dass ich meine Stimme trainieren muss. Genau. Habe ich noch gelesen. Ja, es ist Geschmackssache. Für mich passt so, weil sonst hätte ich es nicht aufgenommen. Ja. Für mich sollen die Lieder so Service sein, sonst hätte ich es anders gemacht oder anders aufgenommen oder versucht anders zu klingen oder mir noch mehr Zeit damit lassen, weil ich bin da ein bisschen ein Perfektionist. Für mich hat das keinen Sinn, wenn ich mir denke, okay, ja, das passt schon irgendwie, nehmen wir mal ein Lied auf. Zumindest im Studio. Ich meine, daheim für die Demos ist mir das egal, wenn irgendwo mal ein kleiner Fehler drin ist oder was. Und wenn ich noch nicht bereit gewesen war für Studio oder wenn ich gesagt hätte, okay, mir gefällt mein Gesang noch nicht, ich muss da noch üben, ich muss da noch mehr probieren oder sowas, dann hätte ich auch nicht aufgenommen. Es ist eine Geschmackssache, es taugt nicht jedem, das ist klar. Vor allem ist der Gesang vielleicht für so ein Black Metal auch ein bisschen untypisch. Aber ja, wenn es mir nicht gefällt, soll das jetzt nicht anhören. Nein, ich sehe gescheit, dass man nicht immer das macht, was jeder andere auch macht, weil sonst ist es eh wieder wie jedes andere auch. Kommen wir jetzt zum persönlichen Teil. Es sind jetzt 4 Fragen dabei. Die erste ist, was sind deine Lieblingsbands, die du so hörst im Metal-Bereich oder auch nicht im Metal-Bereich? Meine Lieblingsbands, was ich eigentlich immer wieder höre, ist, das hängt ein bisschen von der Jahreszeit ab. Im Winter und in solchen Monaten höre ich gern Black Metal. Ich meine, das höre ich im ganzen Jahr, aber im Winter mehr. Im Sommer habe ich auch hier und da so Musik, die mich ein wenig motiviert. Da ist zum Beispiel viel Aelstorm und solche Sachen. Okay. Aber meine Lieblingsbands, die was ich im ganzen Jahr her und auch am liebsten her, sind Inquisition, Belphegor, Urfaust, Bethlehem zum Teil, Target, Judah, solche Sachen. Eigentlich die man halt so kennt. Und im Nicht-Metal-Bereich, ich höre Elekeleset ganz gern. Das ist jetzt was? Vielleicht das nicht auskennen. Das ist ein, wie soll man das sagen? Die machen Humper. Das ist praktisch ein... Das ist jetzt was? Die sind von Finnland und machen da so ein, wie soll man das sagen? Das muss man sich auch hören. Humper ist so eine Art Volksmusik in Finnland. So eine finnische Volksmusik? Ja. Ist aber ganz lustig. Sie haben ein paar Lieder, die hören wir wirklich gerne an. Die sind eine Garde. Was ich sonst noch höre, ich habe jetzt letztens einmal eine Band entdeckt, die heißt Steel Corners. Die machen, was machen die wieder? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist so eine Art Popmusik, aber nicht im Sinne von, weiß ich nicht, Katy Perry oder sowas, sondern ein bisschen, weiß nicht, das ist für mich echte Musik, wie ich sagen soll. Ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. Es ist sehr, sehr ruhig, sehr langsam, aber sehr angenehm zum Anhören. So ein wenig so Balladen. Nein, auch nicht wirklich. Oder so Akustik. Ja. Mit welchem Gesang dabei? So. Schwierig zu sagen. Bei Wikipedia steht Dream Pop drin, das finde ich ein wenig komisch. Aber, ja. Das finde ich ein wenig seltsam, aber es passt irgendwie ganz gut. So eine Trenzermusi, wie wir andere sagen, glaube ich. Nein, keine Trenzermusi. Okay. Aber sehr, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ist sehr viel Hall auf die Gitarren und so und viel Solos und so, das sind dabei. Ach so. Aber eher einfache Melodien, aber ich finde das irrsinnig geil eigentlich, voll fein zum Anhören. Und da alles klar gesungen, oder? Ja. Okay. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Album von irgendeiner Band hörst oder auch im Radio irgendeinen Song hörst, hörst du dir die Lieder anders? Also hörst du da bestimmte Details mehr, außer achtest du da auf bestimmte Sachen mehr, weil du jetzt dieselbe Musik produzierst? Ja, schau. Das ist, seit wir das erste Mal im Studio waren, das war mit so einem Kende, da kriegt man ein bisschen mehr ein Gefühl für das Ganze, weil man vorher nicht weiß, wenn man noch nie im Studio war, dann weiß man nicht, wie genau das Ganze sein muss. Wir haben da auch das ein bisschen unterschätzt. Also es hat alles sehr gut gepasst bei so einem Kende. Wir haben keine großen Schwierigkeiten beim Aufnehmen gehabt. Aber man
entwickelt ein bisschen ein Gespür für sowas und das ist auch interessant, wenn man sich andere Sachen anhört. Nicht, ob an irgendwas auffällt, sondern ich achte ein bisschen drauf, wie sind die Sachen abgemischt. Es ist ganz interessant, weil der Herr, der was uns das aufgenommen hat, der spezialisiert sich halt sehr auf das Abmischen und dass man alles das schön raushört und so. Und das ist schon interessant, wenn man da selber ein bisschen nach, also zuhört, wie das Ganze aufgebaut ist. Es ist interessant, wie sind die Gitarren zueinander abgemischt, wie hört man Schlagzeug raus, wie laut ist der Gesang und solche Sachen. Wie verhält sich das ganze Lied zueinander praktisch? Es ist bei jeder Stilrichtung im Metal ist das unterschiedlich, ist mir schon aufgefallen. Und beim Black Metal ist mir halt aufgefallen, da gibt es eher weniger Boss, vom Boss her kommt man vor. Ja, stellenweise. Ja. Da gibt es natürlich auch wieder eine große Bandbreite an verschiedenen Bands, die was alle möglichen klar. Sounds hat. Sicher. Aber im Großen und Ganzen ist im Black Metal, das ist eher ein bisschen, da ist der Boss halt nicht so wichtig, würde ich nicht sagen. Sicher ist er wichtig weil für das Lied, weil sie sich ganz anders anhören, wenn man es ohne Boss aufnimmt. Aber der Boss ist mehr so ein Mittel zum Zweck im Black Metal für die meisten Leute. Wir haben mittlerweile erkannt, dass das eigentlich nicht stimmt, kann man auch nicht sagen. Es ist für jede Band das was sie halt brauchen. Ne? Ich habe einen Boss mittlerweile sehr lieb gewonnen. Ich habe ihn sehr gern dabei, weil er damit auch super Sachen machen kann und die Lieder auch auf eine gewisse Art und Weise viel besser untermalen kann. Es ging einfach was ab, wenn er nicht dabei ist. Zumindest bei der Musik, wie wir jetzt machen. Na passt, jetzt gibt es nur die eine Frage, auf die wirklich jeder gewartet hat. Wenn du eine Pflanzen wärst, welche wärst du und warum? Ich kenne nicht viel Pflanzen. Okay. Ich glaube, ich wäre ein Nussbaum. Ein Nussbaum? Ja. Wieso? Weil wir einen Nussbaum im Garten haben und der voll groß ist und weil man der voll taugt. Und weil meine Eltern abschneiden wollten und dann habe ich einen Job. Nein, der ist super. Das ist mein liebster Baum, den ich kenne. Wegen die Nüsse. Ja, wegen den Nüsse. Weil du auch so große Nüsse hast. Ganz genau. Okay. Umso salzige. Salzige. Jetzt kommt noch die eine Frage, die mir ein sehr netter Zuschauer gesagt hat. Die ist folgende. Warum hat das Weltenbrandalbum auf YouTube mehr Aufrufe wie deins? Welcher Zuschauer war denn das? Ja, keine Ahnung. Wieso ist das so? Das ist so, weil Heiden ja scheiße ist und Weltenbrand geil. Und es mag vielleicht auch sein, dass das Weltenbrand-Video auf einem Channel ist, der heißt Black Metal Promotion, glaube ich. Und der hat eine irrsinnig große Reichweite. Meins ist auf einem anderen, der heißt Atmospheric Black Metal Albums, glaube ich. Und der hat ursprünglich einmal sehr große Reichweite gehabt. Hat der nicht mehr 100.000 gehabt irgendwie? Das ist aber gelöscht worden. Haben sie ihn genommen, gell? Der ist gelöscht worden und jetzt startet er praktisch wieder frisch. Wie viel hat er jetzt nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber den habe ich sogar abonniert gehabt, aber dann hat es ihn vorher nicht mehr gegeben. Ja genau, nein, den gibt es jetzt wieder. Das ist, der ist jetzt wieder online, hat aber jetzt nicht mehr so eine große Reichweite wie früher. Aber ich schätze mal, das baue ich mit der Zeit wieder auf. Wahrscheinlich war er einer von den ersten und durch das ist er dann so groß. Mag sein, ja. Black Metal Promotion ist jetzt, was ich weiß, der größte, der was sich mit dem Thema befasst. Also es gibt da noch Black Metal Updates und Atmospheric Black Metal Albums. Nein, den habe ich eh schon gesagt, glaube ich. Ja, genau. Genau, ja. Also gibt es ein paar verschiedene, aber Black Metal Promotion ist der hat auch gescheit gute Reichweite. Das ist, ja. Ich möchte mich für die Einladung fürs Interview bedanken. Es war eine interessante Erfahrung. Bitte. Und bin gespannt auf die Videos, die da noch kommen. Genau so ist es. Deswegen jetzt abonnieren, um keines der kommenden Videos mehr zu verpassen. Es geht da ausschließlich um Metal, muss man auch dazu sagen. Und ja, das war's. Tschüss. Gut.